Ja, hallo und herzlich willkommen bei den alten Herren. Uhu, hallo. Heute mal nicht in DayZ oder Epoch oder MacWarrior Online oder sonstiges. Heute mal in einem neuen Spiel. In einem schönen Spiel, muss ich gestehen. Und zwar ist das ein Tower Defense Spiel. Tower Defense kennt ihr wahrscheinlich alle aus StarCraft, Warcraft, Warcraft 3, Warcraft 2, StarCraft 1, 2, wo man halt hier in dem Fall einen Kristall beschützen muss vor Horden von Monstern, die aus mehreren Startpunkten kommen, und man kann sie nur töten, indem man ganz viele Türme baut. Oder wie ich mit meiner Barbarenklasse einfach nur draufschlägt. Das ist das Tolle daran. Man kann auch eine Klasse nehmen, die keine Türme bauen kann, dafür aber zuschlagen darf. Genau, das ist der gute Scanner, der hat einen Barbar. Ich habe den klassischen Turmbauer und ich werde jetzt auch gleich ganz viel Ressourcen einsammeln, Mana in diesem Falle, womit ich dann Türme beschwöre. Das Spiel heißt übrigens Dungeon Defenders Eternity. Das ist eine quasi Best-of oder Game of the Year Edition von Dungeon Defenders. Das hat alle DLCs, die jemals rausgekommen sind für das Spiel, alle in einem Spiel halt vereint. Und es gab es gerade günstig bei Steam, haben uns mal zugelegt, gegönnt. Beziehungsweise der Bob hat es für mich geholt und ich schulde ihm damit ein bisschen Geld oder eine Pizza, wie er möchte. Genau. Zwar kann nur der gute Bob Türme und Mauern bauen. Ich jedoch bin damit befähigt, ich kann immerhin auch die Sachen mit upgraden, mit meinem Mana-Vorrat. Ein Glück, ey. Und wir haben auch jeder ein Pet. Jeder hat einen Imp. Dieser Imp hat die Fähigkeit, diese Türme und Mauern bei Bedarf zu reparieren. Und das brauchen wir. Denn wir spielen nämlich nicht den normalen Story-Mode, wir spielen den Survival-Mode. Das heißt, es kommen aus diesen Türen ununterbrochen Wellen um Wellen um Wellen an Gegnern. Und wir versuchen, lange durchzuhalten. Genau, das Spiel geht maximal eine Stunde. Seht ihr oben, Time Remaining, eine Stunde. Und wenn wir es tatsächlich bis zum Ende schaffen, haben wir es, geschafft halt, ne? Ja, ich muss sagen, wir haben beim letzten Mal, da haben wir ja fast die 40 Minuten voll bekommen. Genau, und das war gar nicht mal so schlecht für Anfänger. Ja, also wie gesagt, ich bin noch mehr Anfänger als der gute Bob. Ich spiele das erst seit wann? Seit ein paar Tagen? Ja, seit ein paar Tagen haben wir es, genau. Ja, seit ein paar Tagen. Oh, hier kann man schon mit upgraden, super. Ja, und jeder von uns wird dann eine Seite übernehmen. Ich baue halt alte Türme. Genau, und ich werde dann halt mit meinem Imp mal hin und her springen und reparieren, wo Bedarf ist. Und wenn ich gerade hier eine freie Zeit habe, springe ich rüber zum Bob, helfe ihm hier und umgekehrt. So, das war's. Mehr kann man nicht bauen. Ja, bereit? Alles klar, hau rein. 1, 2, go. Also es gibt keine Wellen. Hier, die Wellen gibt es immer. Nach jeder Welle ist Ende und man kann Loot sammeln, man kann Türme reparieren und so weiter. Aber Survival-Modus hat keine Wellen. Kommt eine Welle nach dem anderen ohne Pause. Da geht's auch schon los. Und die ersten 30 Minuten sind wirklich easy, aber danach geht's auch richtig zur Sache. Ja, wobei es wurde schon so ab einer halben Stunde ungefähr wird's, ja wie du schon sagst, es wird schon halbwegs kritisch. Aber auf der Map, die wir spielen, das ist auch die erste Map im Story-Modus. Der vom Aufbau auch eine leichte, es gibt, ja, ist eigentlich gut zu verteidigen. So. Ja, es sind hier zwei Wege hier, ne? Oder vier in dem Fall, aber die kann man halt sehr gut verteidigen. Also ich renne jetzt immer mal schön hier in die Horde rein, um meine Kristalle zu sammeln, weil ich brauche das, um abzugraden. So, upgraden muss ich auch nebenbei immer wieder. Gerade auch die, Barrieren. Die müssen halten. Na, wo, da. Ich bin mir jetzt erstmal bevorzugt etwas bauen, weil der gute Scanner kann sich erstmal selbst verteidigen. Ja, es gibt, wie ihr seht, hier die Goblins, dann die Bogenschützen, Orks und es wird noch besser. Oh ja. Oh, das wird richtig schrecklich. So. So, jetzt ein bisschen Kohle einsammeln, dann komme ich zu dir. Ja, mach du mal. Ich upgrade hier mal schön. So. Und natürlich hinterlassen die Gegner auch Gegenstände. Und da es hier kein Ende gibt und wenn das Spiel vorbei ist, ist es vorbei, müssen wir halt alles schnell nebenbei mal ein bisschen looten. Weil wir glauben nicht, dass wir es schaffen. Nö, aber ich rechne schon bessere Chancen aus als beim letzten Mal. So, einen noch bei dir. Oh, ich kann keinen mehr bauen, verdammt. Wieso habe ich so eine ungerade Zahl jetzt? 1, 2, 3, 4, 5 und du hast 2, 3, 4. Hm?
Ich habe ein paar Mauern weniger als letztes Mal. Ja, ja. Ach ja, stimmt. Haben wir gespart an den Mauern. Okay. Ja, dann. Ich kann ja noch einen kleinen hinsetzen. Der passt noch. So. Oh, da ist wieder ein Ei. Aus den Eiern kommen dann später Pets, die einem dann auch helfen, wieder in hier. Es gibt diverse Pets. Oh ja. Und lustige vor allen Dingen. Oh ja. Verdammt, falsch, das wo ist denn jetzt die richtige? Hä? Ich hänge fest. Oha. Ich upgrade erstmal alle Barrieren. Ah ne, damit warte ich. Haha, ich habe nicht eine Idee. Gut. Warte, bis sie ziemlich kaputt sind. Und dann upgrade ich sie und dann heilen sie sich nämlich automatisch. Oh, da liegt ein Ei. Ich muss noch kurz runter. Ist leider nur rot. Also der Vorteil am Barbaren ist, aufgrund meiner Hitpoint-Zahl kann ich halt auch länger in der Masse bestehen. Ja, ich sterbe also nach 20 Minuten nach einem Schlag. Und dann halt auch mal schnell durchlaufen, mal reinschlagen und dann ein bisschen Befreiung sorgen. So, da hinten. Also im Gegensatz zu den üblichen Tower-Defense-Spielen in StarCraft und Warcraft kriegen die Türme ja kein Level Up automatisch nach vielen Kills. Das muss man halt von Hand machen. Oh, noch was. Kostet halt immer Mana, deswegen renne ich hier immer wieder raus, sammle den ganzen Kram auf. Es gibt auch verschiedene Stufen der Mana-Auffüllung, vom Blau, Grün bis hin zu Gelb. Wobei Gelb die meisten Mana-Punkte wiedergibt. Ich hätte noch zwei Level warten sollen, dann hätte ich noch eine Stufe höher aufgraden können, die Türme. Ja, ach, das schaffst du schon. Ich meine, hey, die ersten 4 Minuten haben wir auch schon mal gleich. Juhu, 4 Minuten. Wir sind die Kings. Ja. Der Barbar hat auch noch mehr Fähigkeiten, die zeige ich euch dann nach und nach. Ich möchte erstmal meinen Mana dafür benutzen, um mich hier wirklich, soweit es geht, abzugraden, dass das alles soweit hilft und hält. Ach, ich weiß, was wir letztes Mal mit dem letzten Mana gemacht haben. Da haben wir in der Mitte noch Barrieren gesetzt. Oh ja, stimmt. Egal, die muss ich jetzt halt halten hier. Oh, das wird schon irgendwie. Ich weiß nicht, bevor ich sterbe. Oh, fuck, ein Treffer. Oh, dafür. Zack und zack. So. Ist ab to the Es gibt übrigens 13 Klassen, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Es gibt halt den Barbaren, der Skanon spielt, den Magier, den ich spiele. Dann gibt es denselben Magier nochmal männlich, der hat eigentlich fast dieselben Fähigkeiten. Und dann gibt es den Squire, also den. Was ist Squire auf Deutsch? Kannst du nicht sagen. Das ist halt der, der dem Ritter immer folgt und sein Pferd sattelt, sein Schnappe. Knappe, genau. Den Squire gibt es auch mal in weiblich, dann gibt es einen Mönch und einen weiblichen Mönch, dann gibt es einen Bogenschütze, ebenfalls weiblich auch noch. Was gibt es denn noch alles? Dann gibt es die ganzen Sonderklassen, die mit den DLCs kamen, wie die Series EV, das ist so ein Cyborg, der kann nur Barrieren setzen. Aber die sehen gut aus. Die sehen sehr gut aus, ja. Dann hier gibt es den Summoner, den Beschwörer. Der beschwört Einheiten, die für ihn kämpfen. Die bewegen sich auch. Oh, schön. Und was gibt's? Dann war da noch irgendeiner. Ach, fällt mir gerade nicht ein. Aber es gibt eine sehr große Auswahl. So. Wollte ich gerade irgendwas sagen. Es ist leider weg. Verdammt. Die einzigen Klassen, die wirklich Türme haben, sind die Magier und die Knappen, die Squires. Der Ranger baut Fallen, der Mönch bufft mit Auren. Der Summoner beschwert halt, CSCV macht halt nur Barrieren. Ja. Es ist halt ein Teamspiel. Man kann jede Map zu viert spielen und es ist wirklich toll, wenn man eine ausgewogene Party hat. Haben wir leider nicht wirklich, weil wir nur zu zweit sind. Aber ich muss sagen, es rockt schon ganz schön, ja. So, weißt du, ein CSCV mit dabei zu haben, das wäre schon echt episch. Ja, cool. Ah ja, genau. Die sind zwar toll, aber die CSCV Barrieren sind schon um einiges besser. Ach, müssen wir bei dir gucken, ist auch wieder so viel Gold. Das Spiel läuft mit der Unreal Engine. Genau, Unreal Engine 3. Das ist schon etwas betagt, aber sieht sah damals gut aus und naja, hat also halt Comic gefällt. Ja, es gefällt mir aber echt prima. Es passt dazu und es ist toll. Und ich finde es auch schön, dass man hier so zeigt, dass die Unreal Engine auch so ein bisschen vielseitig einsetzbar ist. So, ist alles abgegradet, ne? Oh, ich grade hier nur so ein bisschen oben. Und mal hier unten noch was, das ist. Jetzt haben wir ein bisschen von dem Zeug an, der bei dir noch kann man gut looten, ja. Ja, ja, es geht noch. So, meine Sprungattacke, zack.
Das war eine meiner Fähigkeiten, meine Sprungattacke. Und mir gibt es hier einen Cooldown. Macht aber richtig Spaß, in die Menge zu crashen. Crashen vor allen Dingen. Ich habe auch Fähigkeiten. Ich kann, was kann ich denn machen? Purity Bomb. Ich kann eine Mana-Bombe machen. Habe ich noch nie gemacht. Ich spiele das Spiel schon wirklich lange. Also die Grundversion. Da habe ich auch wieder einen Magier gespielt. So. Ja genau, wir sammeln auch ein bisschen Gold ein. Mit dem Gold kann man dann auch später in der Taverne die getragene Ausrüstung aufwerten. Auch die Pets. Ne, die Pets haben Erfahrung. Kann man durch die Erfahrung aufwerten. Bitte? Ja, gib du weiter. Ich weiß nicht, was ich erzählen wollte, du bist dran. Aber für alle, die das normale Dungeon Fenders gespielt haben, da konnte man mit Mana upgraden. Man hat immer Mana gesammelt und alles Mana, was am Ende rumlag, wurde in den Mana-Pool dann getan. Und die Aufwertung haben halt Millionen von Mana am Ende gekostet. Mana ist jetzt keine Währung mehr, jetzt gibt's dafür halt Gold. Und Upgrades kosten auch nicht nur Millionen, sondern nur noch Tausende. Ja, irgendwo haben wir's. Hier ist alles abgeupgradet. Eure Charaktere sind übrigens nicht übertragbar, nur eure Namen. Also ihr habt auch Charaktere, also an Level 0, wenn ihr dann nicht anders wohl gespielt habt. So, ich habe jetzt gerade die Tornado Stance aktiviert. Der kostet am laufenden Band Mana, hat aber meine Bewegungsgeschwindigkeit sowie meine Angriffsgeschwindigkeit deutlich erhöht. Also keine Schildkröten-Stance mehr? Ne, den kann ich aber auch aktivieren, das mache ich dann später. So, ich kann es auch mit der richtigen Taste wieder ausstellen. Und nur mit der richtigen Taste. Ich habe auch die Fähigkeit, mich einfach auch mal zu heilen. Das kostet natürlich auch Mana. Ogos, jetzt geht's rund. Jetzt kommen die Oger, ja. Aber lustig wird's, wenn die Ninjas kommen. Okay. Oder hier, die Sprengteufel. Ah, die sind doch kein Tigma. Nein, das nicht, aber ja. Die haben Dynamitstangen, schreien dann wie die Bombenköpfe aus Serious Sam und gehen dann irgendwann mal hoch. Die haben die eine Dynamitstange. Das ist schon eine Dombombe. Ja, so eine kleine Bell auf dem Rücken. Taliban-Kobolde sind das. Taliban? Die haben keinen Bart. Tut mir leid, das geht nicht. Die haben sich angepasst. Oh, oh, oh. So, Turtle Stance. Jetzt muss ich mal gucken, was das für eine Taste war. Das kann ich von hier natürlich nicht erkennen. Aber es gab irgendwie noch mal. Mit irgendwie konnte man das auswählen. Ich muss mal die richtigen Tasten suchen. So, jetzt habe ich irgendwas gedrückt und ich habe keine Ahnung, was es war. Toll. Schön. Ja, so geht das auch. Drückt irgendwelche Tasten, es wird schon was funktionieren. Das Tolle am Survival-Modus ist übrigens, der Loot wird immer besser. Oh ja. Wir haben unser ganzes geiles Gear, haben wir alles nur von diesem einmal Survival-Modus hier. Und das Gear ist um einiges besser wie das, was wir in der Storyline gefunden haben. Und das Schöne ist, man hat dann ein gelbes Item angelegt und konnte schon 20 andere wieder verkaufen. Weil es dann einfach wieder schlechter war. Das ist halt das Tolle, das Spiel zeigt dir dann auch durch halt Symbole, ob das Item eigentlich besser ist oder nicht. Ja, aber das ist auch nur eine grobe Richtwert ist das. Ein grober Richtwert. Man muss auf die Werte gucken, die man braucht. Ich ziehe generell immer die an, wo der höchste Turmangriffswert ist. Deswegen macht mein Turm auch so pervers viel Schaden im Moment. Ja, ich gucke so ein bisschen auf meine Gesundheit, auf die Hero Power und auf den Angriffswert der Waffe. Weil ich ja nur mal in den Nahkampf gehe, das muss der gute Bob nicht machen. Da steht es, mein Feuerball macht 7600 Schaden pro Schuss und hat einen AOE-Schaden. Also schon ziemlich viel. Ich habe noch geilere Türme, aber die kosten so viel Mana, Dungeon Defense Units, dass können wir uns in dieser Quest hier nicht leisten. Da hätte man ein anderes spielen müssen, wo es mehr Defense Units gibt. Das würden wir im Survival-Modus auch mal machen, wenn wir mehrere Spieler hätten. Oder wenn wir einfach besser sind. Oder wenn wir einfach besser sind. In 20 Jahren. Wie gesagt, vielleicht. In 2 Leveln kann ich auf nächste Stufe upgraden. Dann machen wir nochmal viel mehr Schaden. Das ist übrigens ein Ogre hier, der gerade auseinandergenommen wird. Und da liegt er schon. So, es gibt noch eine Fähigkeit, das ist... Ach, ich hab hier die falsche Taste gedrückt. Ja, haben wir mal den Tornado-Stance rangemacht und laufen nochmal durch die Horde und zack und zack und zack. Wie Conan der Barbar. Conan der Barbar. So. So, ich stell das Ganze mal wieder aus. Hab mich einfach nur mal vertippt. Also wenn es nachher kritisch wird, musst du dann echt auf deiner Seite bleiben, weil du hast einen Feuerballturm weniger wie ich, ne? Ja. So, da ist der Ogre auch schon weg. Tatsächlich ein grünes Ei gefunden. Ein besseres Pet wie meins? Kann ich mir gar nicht vorstellen. So früh auch schon. Oh, jetzt hupt's an der Hunde. Immer wenn es hupt, kommt ein Ogre. So.
gehe jetzt noch drüben beim Bock, gucken, was es da wieder an Items gibt.